Hey Leute, der Sturm geht weiter. Florian bekommt bei der Arbeit plötzlich Schmerzen in seiner rechten Hand. Dort hatte er sich bei der Rettung von Maja und Hannes eine Schürfwunde zugezogen. Auf Eriks Drängen hin geht Florian zu Michael, aber dieser kann ihn beruhigen und gibt ihm eine entzündungshemmende Salbe mit. Doch am nächsten Morgen kann Florian seine Hand nicht mehr spüren. Um mit dem Fürstenhof auf die internationale Liste der 500 besten Hotels zu kommen, fordert Robert die Mitarbeiter auf, eigene Ideen zur Verbesserung anzubringen. Christoph sieht dabei vor allem Handlungsbedarf in der Küche. Er glaubt nicht, dass es André neben seinen anderen Tätigkeiten möglich ist, einen zweiten Stern zu erhalten. Doch dadurch wird Andrés Ehrgeiz entfacht. Max versucht Gary zu beruhigen und erklärt ihm, dass er ihn nicht dabei haben will, weil er seine Geburtstage früher immer ruiniert hat. Gary zeigt sich einsichtig und verspricht, sich diesmal ruhig und unauffällig zu verhalten. Daran hält er sich auch, allerdings isst er so viele Glückskekse, dass ihm auf einmal übel wird. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.